Ja, Christian, zunächst mal herzlichen Glückwunsch zum Sieg im letzten Saisonspiel. Froh, dass die Saison jetzt vorbei ist? Also ich bin schon müde geworden, körperlich und geistig. Und ich bin froh, dass ich jetzt erstmal wieder auftanken kann. Ich denke, es ist ein Riesenzeichen vom Team, da nochmal es so knapp zu machen, muss man sagen. Wobei halt bei uns vielleicht die Luft ein bisschen raus war im Hinspiel. Aber es zeigt nochmal unglaublichen Charakter und da freue ich mich einfach. Und das ist auch ein Zeichen für, wie toll dieses Team war und wie toll dieses Team zusammengehalten hat. Draußen vom Rathaus warten jetzt nochmal fast 3000 Leute auf euch. Wird das nochmal ein richtig schöner Abschluss für euch? Ja, ich denke schon. Wir lassen nochmal den Abend ausklingen und wir verstehen uns ja alle unglaublich gut. Und es wird ein lustiger Abend mit vielen Gesprächen und vielen Stories, die in der Saison passiert sind, die wir jetzt im Endeffekt dann unglaublich lustig finden. Und ich denke, es wird ein sehr, sehr schöner Abend. Jetzt habt ihr euch gerade ins Goldene Buch der Stadt Vechta eingetragen. Ihr steht in einem Buch mit Whitney Houston und Bryan Adams. Trifft das deinen Musikgeschmack? Also ich habe nicht wirklich einen Musikgeschmack, aber Whitney Houston hat definitiv sehr schöne Songs und ich bin froh, dass ich jetzt in einem Buch mit dir stehe. Das ist eine unglaubliche Ehre natürlich für mich. Ja, Herr Wagner, das Buffet wartet, der Trainer hat Hunger, die Spieler haben Hunger, die Akkus sind leer. Absolut, nach so einem Spiel, was wir heute, glaube ich, gezeigt haben, müssen die Akkus leer sein. Also ich habe selten von dieser Mannschaft so eine hohe Intensität gesehen wie in den ersten drei Vierteln. Und was die Mannschaft da auf die Beine gestellt hat, war einfach nur unglaublich. So einen Willen zu zeigen, Jena nicht nur an den Rand der Niederlage zu führen, sondern sie zu dominieren und im Mitte drittes Viertel mit 26 Punkten zu führen, das glaube ich, spricht für sich. Vor dem Rathaus warten gefühlte 3000 Menschen, um nochmal mit der Mannschaft zu feiern. Ist das nochmal so ein letzter Akt, der zeigt, wie groß die Unterstützung in den letzten Wochen, Monaten war? Die Fans sind unglaublich hier in Vechta. Ob das jetzt zu Hause ist, wo wir ständig ausverkauft sind, immer eine tolle Stimmung haben, die Mannschaft von der letzten Minute, von der ersten bis zur letzten Minute unterstützt wird, aber auch vor allem auswärts. Wie viele Fans auswärts mitfahren, das sind gefühlte Heimspiele wie in Köln, wie zum Beispiel in Essen. Und ich habe auch der Mannschaft heute gesagt, sie soll jetzt mit erhobenem Kopf hier rausgehen. Sie haben alles getan. Wir haben nur ein einzig schlechtes Spiel gemacht im Jahr. Das hat uns jetzt leider den Meistertitel gekostet. Aber sie können nach dem Spiel heute mit erhobenem Haupt rausgehen und vor allem auch mit den Fans hier nochmal feiern, weil das haben die Fans sich verdient und aber auch unsere Spieler. Jetzt haben sie sich zusammen mit ihrer Mannschaft ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Ist es nur ein formeller Akt oder auch für sie ein Akt der Wertschätzung für die Mannschaft? Absolut, es ist was Besonderes, sich ins Goldene Buch in der Stadt einzutragen. Ich durfte das jetzt eben schon ein paar Mal machen, wie in München, Nördlingen oder hier in Vechta. Es ist was Besonderes, klar, es ist eine Ehre und es ist auch eine Wertschätzung von der Stadt. Und ich freue mich über solche Sachen und ich freue mich auch über den Empfang hier, dass uns der Bürgermeister hier empfängt, dass wir hier nochmal einen wirklich schönen Abschluss haben. Und ich finde, das ist eine tolle Sache. Ja.